So, okay. Nun, das ist die Aufnahme zum Spieltag 7 der Glarion Uprising League. Und wir spielen dieses Mal gegen das Team Island Ice Gales von Guten Loot, einem der Organisatoren dieser Liga. Das heißt, ich werde jetzt kurz über das Team Speedrun, wobei ich werde erst kurz sagen, was ich von ihm erwarte, denn wir sehen von ihm ein im Endeffekt Rain Team, das Nine ein Held Team, das Ninetales, das wir dort sehen, ist eigentlich Alolan. Wir sehen Rillaboom, Milotic, Alolan Marowak, Duralge, Arbeetle, Alolan Sandslash, Marini, Alolan Ninetales, Sepaudon, Kangaskhan, Pissimian. Erwarten davon natürlich Rillaboom, Milotic garantiert. Und Alolan Sandslash und Alolan Ninetales garantiert. Und tatsächlich könnten Sepaudon, Pissimian, Marowak, Duralge, zweit von den Vieren wahrscheinlich. Ich halte aber tatsächlich Marowak und Hippo irgendwo am wahrscheinlichsten. Weil Marowak eine Ground Lightning absorbt ist, Hippo auch. Das würde ein bisschen Rotom checken. Ja, mein Team. Wir sehen mal wieder Belly Dramazu. Also exakt das gleiche wie beim letzten Mal, weil es super funktioniert. Diesmal Band Ductrio mit Jolly Nature, damit ich. Wie heißt es? Ich kurz gucken. Damit ich Alolan Ninetales outspeede. Band Stone Edge hat meistens eine gute Chance, ihn zu töten. Assault with Tangrowth. Hoffentlich reicht das, um wie heißt das? Rillaboom immer noch halbwegs zu checken. Specs Rotom Heat, weil der ganz gut Work machen kann. Zumindest wenn Hippo nicht da ist. Und selbst mit Hippo habe ich Antworten drauf. Dann Life Orb Cormant Reuniclus, der ist komplett für Steph. Und dann ein physisch-defensives Model, was meine Hauptantwort auf Rillaboom sein wird, mein Rocksetter ist und versucht Rillaboom vielleicht mal mit einem Fireblast zu treffen oder Knock-Off. Der sollte halt die klassische Fist Mauerrollen machen. Okay, dann challenge ich ihn jetzt. Ich bin jetzt keiner nervös, denn gerade eben hat Barry gespielt. Der war mit mir, war aktuell Platz 1. Der hat durch keiner Showdown Bad Luck verloren, weil ihm anscheinend ein Move gelöscht wurde. Und das heißt, wenn wir gewinnen, sind wir alleine Erster. Und dann hoffen wir, dass wir gewinnen. So, ich challenge. Und dann hoffen wir mal, dass wir es gewinnen. Oh, nervös. Das Matchup ist nicht so cool. Rillaboom ist absolut verheerend gegen mich. Ich hatte überlegt, ob ich selbst ein paar Arten spiele, aber dann habe ich keine Wincon mehr. Weiß echt nicht, ob ich das Rillaboom machen kann. Okay, Orbeetle, kein Milotic. Ist eine Antwort weniger gegen Asus. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal gerne. Das spricht aber fast für eine SD-Rillaboom in dem Matchup. Alola. Nein, Tails. Alola. Sand Slash. Rillaboom. Was haben wir dann? Duralge. Nehme ich irgendwie kein Switchen habe. Was willst du machen? Lola. Marowak. Ganz kurz hier zuschreiben. Und zuletzt Orbital. Ja, komm, Mauerlied. Ja. Ja.
Ja. Ich hab ein Problem. Das ist jetzt uncool. Er wird mich töten. Safe. Mawile. Gegen, wie heißt der? Marowak Alola. Der ist intimidated, ja. Ah, schade. Ich habe leider auch kein Speed, das heißt, Poltergeist wird alle. Minus 1 Poltergeist. Ich probiere zu knocken. Er weiß nicht, er sieht nur, dass ich intimidated bin. Das heißt eigentlich für ihn, dass ich definitiv bin. Oh wait, der Poltergeist ist schon. Oh, das ist super. Der Thick Club ist weg. Okay. Das ist wahrscheinlich die beste Turn, die ich hätte haben können. Denn jetzt ist Marowak entschärft. Ich wollte hier nicht rausgehen. Denn. Okay. Poltergeist kann er nicht mehr anwenden, weil er kein Item mehr trägt. Erwartet, dass ihr jetzt den Flareblitz drückt. Die Option besteht. Ich möchte hier Toxic. Es ist so dumm, dass ich eigentlich meine beste Antwort auf Rillaboom so viel anchippen lasse, ne? Ja. Was willst du machen? Ich habe kein Switchen. Der ist jetzt eh tot. Aber. Also, er ist nicht garantiert tot, aber ich will Rillaboom jetzt auch nicht for free reinlassen. Es ist schade, dass ich keine Rocks Encounter und Mawile leider keinen Kill gemacht hat, aber ich wollte nicht. Ich war nicht sicher, ob er tatsächlich für einen Flare Blitz geht. Ich schicke Player. Also Playwrath killt nicht, oder? Irgendwann hat kein Item. Ich selbst dann killt Nock. Oh, Rillaboom. Oh, Rillaboom. Und das Band ist weg. Oh Gott. Oh Gott, auf einmal wird das Matchup ja playable. By the way, kriegt Marowak einen Kill. Wir sehen die U-Turn und die macht jetzt nicht mehr genug Schaden. Es tut mir so weh, dass ich Marowak einfach sacken musste. Es ist so sad. Rusty Terrain halt mich jetzt gleich. Geld könnte problematisch werden. Ich glaube, das ist doch der beste Turn für ihn, mit das Weavile Setup zu bekommen. Boah. Aber Reuni gewinnt das jetzt. Also sehr, sehr gut. Ja, okay. Lebe ich. Ich möchte aber das Item loswerden. Das heißt, wir gehen jetzt raus in Uniclus. Ich krieg die Bonus Recovery. Küst gegen Dragalge.
liegt hier eben. Ich lehne den Turn, um nochmal Knockoff zu drücken. Bugbus lebe ich nämlich. Das Item ist weg. Leftovers gone. Ich nutze den Turn Rot, um hier zu gehen. Ich hau hier einen Overheat raus. Okay, macht Dr. Tadel einen Schaden. Ich gehe in Tearing Growth. Muss kurz das gucken. Ja, den Draco würde ich leben. Und auf Rotom kann er nicht einfach. Kann er schon. Er muss eigentlich Draco klicken. Okay. Heißt aber ihn for free getrapped. Ein Kill für Ductio, ein Kill für Trigelgi. Der ist gestorben. Tankroth leider tot. Rillaboom kann rein, ja. Aber der hier macht doch sehr viel Work. Ich wollte tatsächlich nur noch Chip auf Rillaboom. Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser wird Reuni jetzt. Kommt Grassy Glide Path Shine. Okay, er drückt die U-Turn. Ist okay. Wir haben Rock gerade schon gesehen. Kill für Rotom gegen Marowak. Ich brauch die Recovery, deswegen schon ist das sinnvoll. Er ist auch nicht mehr banned. Ich weiß nicht, ob er mich dann killt. Rillaboom, Choice Band. Ohne Band, das ist hier wichtig. Müsste ich auf den Woodhammer locken. Jetzt will ich sehen, was du abwirfst. Oh, Beetle tot. Rotom zweiter Kill. Hä? Ich hätte mal nichts gesehen, was Milotic gemacht hätte in dem Matchup. Hier sehen wir Ninetales. Minus 2.
Okay. Ich gehe jetzt in Juni. Ich hoffe, dass der alles vernünftig saugt. Ja, das ist tatsächlich auch irgendwo die Hoffnung, vielleicht lebe ich ja Sachen und so. Ich cover hier hoch. Okay. Ich cover nochmal. Ja. Ich cornmine. Ja. Ich komme eine noch mal. Ninetales gegen. Wie heißt er? Sandslash Alola. Im Hagel. Wenn er Live-Hop ist, gewinne ich das quasi. Psy-Schocke, ja. Ah, ja, war ja was. Uff. Er hat ja den Aura Veil. Aber er hat nur noch einen Turn Hail. Er gewinnt das im Nachhinein. Oder? Ja, müsste. Ah, okay, dann lebe ich das nicht. Oh, wait, ich lebe das. Guck, ob er. Steht dreimal. Ah, er trifft nur zweimal. Hoffen, dass ich den lebe. Oh, wird auch nicht besser, ey. Oh. Ich recover hier noch mal. Jetzt bin ich full life. Und ich glaube. Ah, wobei. Er könnte mich töten, ja. Aber selbst dann trappe ich ihn vor Reliable. Kommt ihr drei Teller? Ja, okay. Wo ist auch mal Zeit, sind wir ehrlich. Ja. Gehörst mir. Mein Freund, du gehörst mir. Tschüss, Dan Slash Loader. Ducktrio Kill. Ducktrio Kill. Dan Slash 1-1. Ja, ich werfe ihn ab. Das heißt, Rillaboom kriegt Kill. Rillaboom. Ducktrio gestorben. Mon tot.
Ich werf. Ja, ich werf Asu ab. Weil Asu ihn nicht 1v1 kann. Und ich definitiv keinen Chip möchte und ihn hoffentlich one-hitte. Ich sollte auch schneller sein gleich, also. Ninetales tot, Routen kriegt den zweiten Kill. Den einfach ab. Oh, never mind. Ich krieg sogar noch Chip damit. Hätte ich jetzt gesagt, kriege ich natürlich nicht. Ich bin dumm. Drückt jetzt eh Grassy Glide. Also keinen. Bitte connecte die Overheat. Rotom, du Gott! Rotom, du Gott in Mikrowellenform! Oh. Ich bin super zufrieden, ich bin Platz 1 in der Draftliga, ist viel zu lange her, ey. Oh, 6-1. Ich glaube, ich bin fast sicher in den Playoffs damit. Ah. Okay. Ich verabschiede mich hiermit. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Ich fand, der war ziemlich gut gespielt. Auch wenn es keiner lucky war, wie das mit am Ende mit Sensei Shalola geendet ist. Wobei das nicht mal schlimm war, tatsächlich. Weil ich ihn ja so oder so getrappt hätte und danach mit Earthquake getötet hätte. Aber, bis dann. Bye, bye.